Stimmabgabe der bisherigen regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey von der SPD beim zweiten Wahlgang. Der war am Donnerstag nötig geworden, da ihr designierter Nachfolger im Amt, der CDU-Politiker Kai Wegner, in der ersten Runde gescheitert war. Und auch im zweiten Wahlgang wurde es nichts. Eine Ja-Stimmen 79, Nein-Stimmen 79. Damit ist Kai Wegner nicht gewählt. Es liegt ein Antrag vor von der CDU-Fraktion, die Sitzung für 1,5 Stunden zu unterbrechen. Zweimal bekam Wegner nicht die erforderliche Mehrheit. Im ersten Wahlgang hatten 71 der 159 Parlamentarierinnen und Parlamentarier für ihn votiert. CDU und SPD hatten sich zuvor auf die Bildung einer Koalition geeinigt, der die SPD-Basis aber nur mit knapper Mehrheit zustimmte. Beide Parteien verfügen über 86 Stimmen im Abgeordnetenhaus.